Riesige Posterrollen entfalten sich an der Fassade des IME-Zentrums. Darauf zu lesen: Monaco, Shanghai, Chicago, Venezia und London. Doch bei genauerem Hinschauen wird manch einigen klar, die gezeigten Motive wurden gar nicht in der jeweiligen Metropole aufgenommen, sondern in Hannover. Seit 1996 fotografiert Uwe Stelter für seine Fotoserie Eine Stadt Orte in Hannover, die ihn an bestimmte Metropolen erinnern. Nach 28 Jahren Arbeit wird die Bildauswahl schwer. Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt 130 Motive und im Grunde genommen ist bei jedem Motiv die Findung ein eigener Prozess. Im Allgemeinen ist es so, dass erst die Bilder da sind und sich aus dem Bild und aus der Bildanmutung das entsprechende Städtebild ordnet. Eines der ausgestellten Bilder fällt dabei besonders auf: Monaco. Das Motiv passend zum Ausstellungsort. Die Aufnahme habe ich 2021 gemacht, also sie ist schon ein bisschen älter. Und zu der Zeit war dieser Standpunkt, von dem ich diese Aufnahme gemacht habe, umsäumt von Hecken, Bäumen, und der Blick auf das IME-Zentrum war im Grunde genommen gar nicht so frei, wie er jetzt ist. Als ich mir dieses Foto dann in Ruhe angeguckt habe und andere Fotos vom IME-Zentrum gesehen habe, da wurde es offensichtlich, dass diese Form der Verdichtung, diese Form von Stadt in der Stadt, dass das einfach genial ist. Eine Stadt umfasst 130 Motive. Doch wie steht es um die Zukunft des Projektes? Also dazu kann ich im Moment wenig zu sagen. Beziehungsweise, klar, es gibt reichlich Motive. Es gibt viele Orte, die da durchaus spannend sind. Und es gibt aber leider nicht mehr so viele Metropolen, die da noch eine Relevanz oder auch eine Aussagefähigkeit hätten. Also insofern ist es nicht eine Frage der Motive, sondern eher eine Frage auch der Städtenamen. Das IME-Zentrum soll nun trotz seiner Vielzahl leerstehenden Gewerbeflächen ein kulturelles Vorzeigeprojekt werden. Projektleiter Markus Stamer gibt uns einen Einblick in die Zukunft der Gewerbefläche. Also das rechte Motiv ist auch von Herrn Stelter, London. Und an der Stelle dürfen wir dieses Projekt refinanzieren durch Werbeeinnahmen. Das heißt, das Motiv London wird in den nächsten Monaten oder Jahren, das ganze Projekt darf ja 3 Jahre hier ausgestellt werden, immer mal wieder durch einen Werbekunden unterbrechen. Durch den ständigen Wechsel der gezeigten Motive verwandelt sich das Zentrum in eine öffentliche Kunstgalerie. Doch kann diese das IME-Zentrum nachhaltig aufwerten? Ich glaube auf jeden Fall, wenn Sie alleine sich heute umschauen, auch was für ein Interesse wir haben. IME-Zentrum seit Jahren, Jahrzehnten immer wieder im Gespräch. Wir selber haben das IME-Zentrum schon mehrfach werblich nutzen dürfen an Baugerüsten, weil etwas zu renovieren war. Also das Projekt ist ja hier immanent und auf jeden Fall, ja. Das IME-Zentrum soll zukünftig weiteren Raum für Kultur bieten. Die Werke von Uwe Stelter können Sie an der Spinnereistraße 3a in Linden noch einige Wochen finden.